Ja, moin moin. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass wir das Auto übergeben bekommen haben und begutachtet haben. Und da haben wir uns gedacht, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Deswegen stehen die beiden netten Herren von Lightglass neben mir. Ihr seid? Ich bin der Martin. Ich bin Lars. Ja, und wir, ich habe dein Projekt über Facebook entdeckt. Und da dachte ich einfach, Carbon, da muss eine Lightglass-Scheibe rein. Da muss eine rein. Ja, okay. Und so haben wir uns ja gefunden. Cool. Ja, kam auf einmal eine Anschrift. Cooles Projekt. Und Lightglass, ich gebe zu, noch nie gehört. Ihr seid relativ neu am Markt. Ja. Seit wann gibt es euch? Ungefähr einem Jahr jetzt. Ja. Okay, entstanden, ich probiere es kurz zu machen, aus Zentrale Autoglas. Genau. Also es ist eine hundertprozentige Tochter von Zentrale Autoglas. Okay. Nur eben im Bereich jetzt Rennsport und Tuning. Und Zentrale Autoglas ist Aftermarket, Zulieferer und Service Firma für, wenn deine originale Frontscheibe kaputt ist, genau, und eine neue brauchst. Ganz normaler Autoglaser, also ganz groß im Nutzfahrzeugsektor, machen aber auch PKW und im Grunde alles, was Glas ist und auf deutschen Straßen unterwegs ist. Okay. Aber dieses Jahr seid ihr gestartet. Darf man ja sagen, mit Philipp Kees habt ihr ein viel beachtetes Video gemacht. Ja. Und wer es da noch nicht gesehen hat, angucken. Aber jetzt geht es um unser Auto, weil der Martin gemeint hat, wäre was für Leica. Genau. Wir haben da die Frontscheibe für den E30 M3 und ja, alleine nur durch die Frontscheibe sparen wir bei dem Fahrzeug 2,4 Kilogramm. Und ich denke, das ist nur für eine Frontscheibe, ist das einfach schon geil. Wirklich geil. Das heißt, wir werden es gleich wiegen. Genau. Was wiegt eine originale M3-Scheibe? Das sehen wir gleich. Ich kann es dir gar nicht so sagen. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber das können wir gleich nochmal nachwiegen. Ich habe extra eine mitgebracht, damit ihr auch seht, dass das wirklich so ist. Ne? Weil es geht ja ums Verhältnis. Also ich glaube jetzt 2 Kilo, die spare ich, wenn ich einen Burger weniger esse heute Abend. Aber im Verhältnis gesehen, werden wir gleich sehen, dass es ordentlich was hermacht. Ja. Und ihr habt jetzt nur eine Frontscheibe dabei, aber... Genau, wir haben auch noch die Seitenscheiben, die gab es ja damals beim E30 Evo DTM. Die waren da auch noch mal extra dünner gewesen. Und da sind wir jetzt auch bei, dass die da auch reinkommen. Die sind total selten zu bekommen, aber wir kriegen sie. Ja. Und ihr baut sie nach quasi. Genau, richtig. Wir werden sie nachbauen lassen. Wollen noch mal gucken, wie dünn wir da wirklich gehen können. Aber du sagst ja, dass du auf jeden Fall TÜV drauf haben möchtest. Deswegen haben wir da auch wirklich Grenzen und... Das ist ja auch noch ganz wichtig zu sagen, bei Lightglass, die Scheiben haben alle TÜV bzw. ECE-Zulassung. Das heißt, das ist alles komplett legal und einfach Plug and Play zu tauschen, einfach eine geile Sache. Das Geilste an der Sache, wir haben einen Marius heute dabei, der meint auch gleich, oh, für sein Mini würde sowas, ein Tracktool umbauen. Und da sage ich nein. Also klar, unser Projekt ist jetzt nicht so das Standardauto, was so jetzt so rumfährt. Aber ich bin der Meinung und ich habe auch gleich, wo ich von euch erfahren habe, habe ich gleich gesagt, oh scheiße. Er ist ein halbes Jahr früher gewusst, habe ich nämlich gerade E36 Frontscheibe getauscht, weil halt Steinschlag drin war. Ja. Und ich, das ist kein Tracktool, das ist ein Daily. Mhm. Und da finde ich halt, kommen wir zum Thema Preis. Ich hoffe, ihr könnt da schon eine kleine Aussage treffen, also zumindest in welche Richtung das geht. Weil es macht keinen großen Unterschied, oder? Im Großen und Ganzen nicht. Also wir sind preislich beim E36, sind wir bei 390 Euro plus Steuer und dafür sparst du 2,5 Kilo, wobei beim E36 sind wir, meine ich, sogar bei 2,7 Kilo. Ne, das kommt halt immer auf die Größe der Scheibe drauf an, wie viel Gewicht wir sparen können. Und ich meine, 2,7 Kilo für 390 Euro zu sparen. Was würde eine Serienscheibe circa kosten? Also ich glaube, die liegen auch so bei roundabout 200 Euro. Okay. Also das, denke ich, ist für die Gewichtsersparnis wirklich absolut im Rahmen. Mhm. Also wenn man sieht, was Leute normalerweise tun, um 2-3 Kilo zu sparen, Löcher reinbohren überall, ein bisschen Blech rausschneiden. Und man muss eben gucken, wo spare ich. Ne? Also ich spare in der oberen Hälfte des Fahrzeuges. Genau. Somit wandert mein Schwerpunkt extrem nach unten. Also alles, was ich oben an Gewicht spare, wiegt im Vergleich zu dem, was ich unten spare, wesentlich mehr. Ah, okay. Also im Verhältnis. Ne? Weil ich habe sonst, bis auf Glas, habe ich hier bei dem Auto keine Chance, bei oben Gewicht zu sparen. Ich habe ein Carbondach drin. Ich kann dann anfangen, beim normalen Auto den Himmel daraus zu reißen. Aber das sind... Was wiegt so ein Himmel? Das ist nichts. Ne? So,
Somit ist das Glas die einzige Möglichkeit, in der oberen Hälfte zu sparen, und dadurch wandert mein Schwerpunkt nach unten. Genau, und dieses Wankverhalten, dass ich im Auto sitzt und der Wasserkopf so vom Auto hin und her schwankt, vermeide ich dadurch. Also die wichtigste Stelle im Auto mit dem Schiebedach, wo ich Gewicht die einzige fast. In der oberen Hälfte. Sehr krass, sehr geil. Also wir bekommen von euch nicht nur die Frontscheibe, sondern auch die Seitenscheiben. DTM-Nachbau quasi. In 3,15 mm. Ja, also die dürfen nicht dünner sein als 3 mm, weil wir dann keine Straßenzulassung mehr kriegen. Okay, man kann sie auch dünner fertigen. Ja. Also wir haben schon Probescheiben da mit etwas unter 2 mm, aber die kriegen wir nicht mehr straßenzugelassen. Okay. Weißt du, was die Serien-Seitenscheibe für eine Dicke hatte? 4, noch ein bisschen. 4,8. Ja. Ui, 4,8 sogar. Ja. Krass, okay. Ja. Aber Fensterhebermontage sollte trotzdem funktionieren auf Fensterheberaufnahmen. Ja, 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 das passt eigentlich. Gut, schön. Krass, aber nochmal für alle, ist jetzt nicht so, dass ihr nur RS4 Limo-Scheiben baut, erleichtert, oder M3, sondern... Wie seid ihr da aufgestellt oder werdet aufgestellt sein? Also wir, was haben wir jetzt da? Also Golf haben wir, Golf 2 da, Golf 3 da, wir haben Fiat 500 da. Viel BMW, also schon sehr BMW-lastig, ne, weil da ist viele Track-Tools ja unterwegs. E90 ist das nächste, was jetzt bald kommt. E36 haben wir da und halt E30. Mini haben wir hier gerade auch schon irgendwie gehört. Noch nicht, aber grundsätzlich können wir da halt alles machen. Für mich eher E46 noch. Das habe ich noch nicht gehört. Kommt bald auch, ja, tatsächlich. Ja, der ist auch genau richtig, genau. Ne, weil da kommt es ja wirklich auf jedes Kilo drauf an. Sehr geil. Ja. Also machen kann man jede Scheibe. Also ich finde es richtig, richtig heftig. Ich meine, Gewichtsersparnis, jeder kennt das Thema. Da gibt es so sinnlose Sachen, wo man dann anfängt an... Ich baue mir ein Kassettenradio statt CD-Radio ein, aber ich will noch irgendwie Radio hören. Und hier hast du halt, was für mich ja bei dem Projekt wichtig war, deswegen auch die Innentür aus Blech, dass ich eine Serienscheibe reinkriege, einfach für die Optik, weil Makrolon zerkratzt, sehr pflegeanfällig. Ja. Ja. Je nach Qualität flattert es auch gerne mal bei höheren Geschwindigkeiten und sieht halt einfach nicht schön aus. Und deswegen war Glas wichtig und dann kommt sowas. Also ich bin mega happy und ich denke auch für sehr, sehr viele Leute interessant. Also ich glaube, da habt ihr was richtig Krasses am Start. Bevor wir jetzt die Scheibe wiegen, kurz zum Ablauf, wie es bei uns mit Leitglas weitergeht. Wir bauen jetzt das Auto weiter. Hoffen, dass es jetzt mal schneller vorangeht, aber ich bin optimistisch. Das Auto kommt jetzt als nächstes zum Lackierer, der quasi schon mehr oder weniger auf uns wartet. Also sollte es dort schnell gehen. Wenn das Auto dann zusammengebaut ist und alles vervollständigt ist, kommen ja die Scheiben ganz zum Schluss rein. Also das heißt, eigentlich der allerletzte Step vor Fahrwerk einstellen oder so, Testfahrten, vor der Testfahrt wird bei euch sein. Auf dem Gelände. Wo seid ihr eigentlich? Also wir sitzen mit unserer Hauptzentrale sitzen wir in Melle bei Osnabrück. Und da eben auch mit Montagehalle und großem Lager und allem drum und dran. Okay. Und verteilt sind wir deutschlandweit mit Zweigstellen, sodass wir sowas also auch in München anbieten können oder in Flensburg. Das ist also alles machbar. Also ihr kommt nach Hause, wenn ich mein Ringtool, eine neue Scheibe spendieren will oder mein Daily Driver Ringtool, kommt ihr nach Hause. Das ist auch sehr geil, glaube ich, für viele zu wissen. Wir haben sie auch schon direkt am Ring getauscht. Ne? Also das haben wir auch schon gemacht. Sau stark. Apropos Ring, ich hoffe, wenn es nächstes Jahr wieder losgeht mit Meet the Ring, Hockenheim Ring, unser Großevent. Seid ihr am Start, oder? 100%. Sehr gerne. Schön. Auf jeden Fall. Dann werdet ihr euch dort nochmal persönlich informieren können. Jetzt nochmal ganz kurz zum Auto, bevor ich es vergesse. Da bin ich nämlich auch extrem froh. Muss ich wirklich sagen. Also das war eine Win-Win-Win-Win-Situation mit euch. Oder wird es sein. Weil wir haben ja die Problematik. Ich gehe auf die andere Seite. Wir haben nämlich die Problematik. Das Auto ist ja von der Basis her kein M3 gewesen. Das heißt, er hat den Serien-Frontscheibenrahmen. Das war zuerst die Überlegung, nach Rücksprache mit ein paar Leuten, den Scheibenrahmen zu verbreitern, wäre sehr, sehr aufwendig gewesen. Also, dass wir mehr Auflagefläche hätten, so wie es der E30 M3 halt hat. Ja. Jetzt ist hier halt wenig Platz. Vorher war die Scheibe ja gesteckt. Genau, man muss eben zu erklären, also beim normalen E30 ist die Scheibe in Gummi gezogen. Das heißt also, die Scheibe sitzt hier mit einem dicken Gummi und das Gummi wird hier rübergezogen und hält somit die Scheibe. Beim M3 ist es, wie bei den modernen Autos, ist die Scheibe mit der Karosserie verklebt. Das heißt, die Scheibe wird auf die Karosse geklebt. Dafür habe ich
in der Serienproduktion hier diesen kleinen Steg ein Stück breiter, dass ich eine Kleberaufe sauber auflegen kann. Deswegen müssen wir hier, können wir aber gleich am Ausprobieren, wir können die Scheibe mal reinlegen und mal gucken, wie es passt. Echt? Okay. Man sieht ja, glaube ich, auch im zweiten Teil von der Reihe, wie wir die Scheibe rausnehmen, wo er die Dichtung rauszieht. Ja, genau. Da sieht man das relativ raustreten. Gut. Ja, raustreten. Also zumindest gerade die Seitenscheiben hinten und so. Heckscheibe zum Beispiel. Ist ja alles nur sanft ausgebaut. Ja. Mhm. Ja, da bin ich mega froh drüber, weil ich habe schon ein paar Leute gefragt, hey, was sagt ihr dazu, wenn wir den nicht verbreitern, kriegen wir die, weil ich hätte gerne die geklebte. Weil wenn ihr irgendwie Replikas seht, Nachbauten seht, man erkennt sofort den Unterschied, dass eben dieser fette Gummirahmen außenrum ist. Ja. Und dann weißt du, es ist kein echter M3 oder auch nicht das super beste Replika, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen. Das war mir wichtig. Und dann haben aber schon mehrere Leute gesagt, ich klebe die dir nicht ein. Und dann dachte ich, oh, das wird witzig. Wir gucken gleich mal, wie viel Platz wir haben. Also, nicht, dass ihr gleich sagt, ich klebe die nicht ein. Ja, dann ziehen wir so ein Gummi. Nein. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Soll ich mal hoch, bitte drum. Okay. Eine Originale. Ui! Ui! Hä, ist krass. Komm her, Marius. Die Leute denken, ich bin Schauspieler. Das ist schon heftig. Du, so sind es wohl weniger. Sag mal aus dem Bauch aus, was meinst du? Ich gebe mir gerade nochmal die schwerere Scheibe. Alter, die wird richtig schwer auf dem Arm. Ja. Ich würde schon nicht an die Hälfte, aber ich würde dann 40% würde ich schon gehen. Ja, hätte ich auch gesagt. 40% würde ich schon gehen. Hätte ich auch gesagt. 2,4 Kilogramm, ne? Ja. Nur an der Frontscheibe jetzt Spaß. Scheibe ist eingeklebt, wir können losfahren. Nicht ganz, also losfahren kannst du, aber wir können nicht mal hochschieben damit. Eingeklebt ist nicht, aber hat es mal reingelegt. Würde passen. Würde passen, das ist schon mal eine gute Info. Ja. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Dichtung außenrum. Ja, der Abdeckrahmen, ne? Genau. Also die wird ja geklebt, aber du hast dann nachher hier diesen Abdeckrahmen ringsrum, den M3-Abdeckrahmen. Okay. Ja. Das sind schon mal gute Nachrichten. Okay, dann würde ich sagen, erstmal eine geile Optik. Also jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das ist so krass bei dem Auto. Ich glaube, wenn der dann noch auf Rädern ist, ist nochmal ein anderes Ding. Aber wenn die Scheiben drin sind, jetzt kann man es erahnen. Macht dann schon was hin. Aber die nehmen wir jetzt wieder raus und die kommt ganz zum Schluss dann irgendwann rein. Also musst du das Bild jetzt merken. Merken und gut filmen, Dennis. Aufpassen. Okay, dann bin ich sehr gespannt aufs Liegen. Ja, das darfst du auch mal hin tun. Dann müssen wir nur mal eben gucken, wo wir uns die Waage aufbauen. Lange. 100 Kilo. Ach du Scheiße. 10,07. Das ist das extra schwere Glas, das wir jetzt neu auch auf den Markt gebracht haben. Für die, die es schwerer brauchen. Spaß, das war eine normale Standardscheibe. Und jetzt hauen wir die Leitglas drauf. Und das ist jetzt einmal die leichte, 7,6 Kilo. Also haben wir 2,5 Kilo gespart. Es fühlt sich sogar noch mehr an. Ja. Das ist echt erstaunlich. Und das Geile ist auch, die Scheibe können wir auch in heizbar machen. Ne? Genau. Was gerade dann nochmal im Motorsport total interessant ist, wenn sie keine Lüftung mehr haben, machst du dir einfach eine heizbare Scheibe rein, auch noch in Light und ideal. Macht 2 Gramm aus, dann wahrscheinlich, was dann nochmal schwerer ist dadurch. Minimal. Aber ich habe den ganzen Lüftungskasten gespart. Nee, ist total krass, ja. TÜV haben die Dinger? TÜV haben die Dinger. Sind die genauso stabil? Ja, die sind genauso stabil. Die durchlaufen die ganzen Prüfungen wie jede Serienscheibe auch. Zugelassen für den europäischen Markt und für den amerikanischen Markt. Somit haben wir da kein Problem. Das sind also die unterschiedlichen Tests mit einer Kugel, die darauf fällt und dann darf das Splitterbild nicht größer sein und die Kugel darf nicht durchschlagen und so weiter und so fort. Also wir haben hier im Aufbau haben wir eine 1,6 mm dicke Scheibe, dann aber eine 0,76 mm dicke Folie, wie es vorgeschrieben ist in Deutschland, dünner darf die Folie nicht sein, und wieder eine 1,6 mm dicke Scheibe außen. Mhm. Und durch die
durch die Stärke des Glases sparen wir einfach das Gewicht. Okay. Von Marius kam gerade die Frage, weil er jedes Jahr eine neue Scheibe braucht. Wie erreicht man euch? Ich möchte einen Termin machen. Ja, einfach bei uns über die Internetseite. Da kriegt man uns oder einfach eben durchrufen. Abrechnungstechnisch können wir das Ganze mit der Versicherung abrechnen. Ja. Da sind wir halt, außer eben natürlich Werkstattbindung, das muss man dann im Fall schauen, aber ansonsten ist es auch da gar kein Problem. Da müsst ihr nur eure Selbstbeteiligung bezahlen plus gegebenenfalls einen Aufpreis zum normalen Glas. Ja. Also sehr entspannt. Genau, so soll es sein. Genau. Sehr schön, dann freue ich mich sehr drauf, zu euch zu kommen, irgendwann. Ja, wir freuen uns auch, einen schönen Mel zu begrüßen. Jo. Und ihr habt ein schönes Firmengelände, habe ich gehört. Und vor allem großes, da könnte man vielleicht auch mal eine Runde drehen. Okay. Ja, sehr geil, ich kann es kaum erwarten. Und vielen Dank, gerne, dass es geklappt hat heute. Vielen Dank für die Scheibe natürlich. Und ich freue mich auf die Seitenscheiben. Wir müssen noch entscheiden dann, ob wir Klarglas nehmen, also ohne Grünkeil. Also klar, genau. Auch bei den Seitenscheiben, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Optisch würde natürlich auch ein Graukeil sich gut machen. Wenn ihr Fragen habt an Leitglas, ob euer Auto demnächst in Planung ist, dass da auch Glas verfügbar ist, schreibt es in die Kommentare. Ja. Und ansonsten vergesst wie immer nicht zu abonnieren, liken und kommentieren und Fragen einfach auch alles in die Kommentare. Dann sehen wir uns nächste Woche. Da geht's dann mit irgendwas anderem weiter. Ciao, ciao.